So, als nächstes möchte ich Ihnen unser Press and Go zeigen, unser automatisches Kochen. Sie haben ja gesehen, unter der Kochmütze im manuellen Kochen, Sie haben vollste Flexibilität und Sie können alle Einstellungen bestimmen. In Press and Go, unserem automatisierten Kochen, da möchten wir erreichen, dass wir eine Prozesssicherheit haben. Das bedeutet, gerade wenn Sie im Kettengeschäft sind und viele Outlets haben, möchten wir, dass der Standard, egal wer den Mini bedient, immer identisch ist. Wir drücken also auf Press and Go. Das Vorheizen beginnt. Dieses Vorheizen können Sie auch nicht abbrechen oder überschreiben. Hier ist wirklich gewährleistet, dass egal wer das Gerät bedient, immer ein gleichbleibendes Garungsklima stattfindet, um eben sicherzustellen, dass die Produkte immer identisch herauskommen. Wenn das Vorheizen beendet ist, dann sehen Sie die Kategorien, die wir vorher im Kochbuch Ihnen gezeigt haben. Ganz genau. Und dann können Sie die Kategorie... Und dann können Sie die Kategorie wählen. Also zum Beispiel, wir wählen jetzt diese Kategorie. In dieser Kategorie sehen wir verschiedenste Profile. Das Tolle im Press and Go ist, wir reden in keinster Weise über Zeit, Temperatur, Garprogramm, Sonderfunktion. Das Einzige, was wir brauchen, ist unser Finger und wir müssen die Bilder einfach schön klar erkennen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir möchten einen gegrillten Lachs haben, drücken wir auf den gegrillten Lachs. Was wir jetzt sehen, ist der sogenannte Tray View. Vorher im manuellen Kochen hatten wir den Tray Timer, wo wir individuelle Zeiten auf die Einschubebenen geben. Hier in Press and Go geben wir vordefinierte Profile auf die Einschubebene. Jetzt in dem Fall gegrillter Lachs. Das Tolle im Press and Go ist, ich kann natürlich auch Mischbeschickungen machen. Wenn ich jetzt auf dieses kleine Plus hier drücke, komme ich wieder zurück in die Profilauswahl und der Convoter Mini zeigt mir nur die Profile an, die mit dem gegrillten Lachs zusammen passen. Das heißt, war davor ein gedämpftes Gemüse, wie zum Beispiel Brokkoli, Blumenkohl, ist es jetzt verschwunden. Einfach auch hier, um die Sicherheit zu gewährleisten, dass der Anwender keine falschen Produkte miteinander garen kann. Und jetzt möchten wir zu unserem gegrillten Lachs noch etwas Wurzelgemüse dazu haben und wir möchten auch noch ein schönes Kartoffelrösti. Wie gesagt, wir reden nicht über Zeit, Temperatur, Garprofil. Das Einzige, was wir jetzt machen müssen, wir öffnen die Türe, beschicken unsere Produkte und wir schließen die Türe. Und das Einzige, was wir jetzt auf unserem Bildschirm sehen, ist die Blechposition. Wir sehen die Produktbilder, wir sehen den Namen und einen Fortschrittsbalken. Wir sehen also, wie weit das Profil schon fortgeschritten ist und wir sehen eine Zeit oder mehrere Zeiten ablaufen. Wie gesagt, egal wer das Gerät bedient, die Produktqualität wird immer identisch sein. Das andere Tolle ist natürlich auch, dass Press and Go sehr intelligent ist. Das heißt, je mehr Produkte ich beschicke, habe ich natürlich mehr Material im Garraum, ich habe einen höheren Temperaturverlust. Auch hier hilft Press and Go, um eine kontinuierliche Qualität zu erzielen durch seine Kompensation. Das bedeutet, um es vereinfacht zu sagen, je mehr Produkte Sie in den Garraum geben, umso länger wird jede individuelle Zeit eingestellt. Einfach um zu garantieren, dass zwischen einem Steak und 10 Steaks es keinen Unterschied gibt. Und auch hier, der Anwender muss sich darüber keine Gedanken machen. Alles wird automatisch gesteuert bei Press and Go. Ebenfalls in einem hektischen Küchenalltag, falls jemand versehentlich an den Bildschirm kommt, das Profil wird nicht sofort abgebrochen. Sie sehen, es kommt eine Sicherheitsabfrage. Einfach auch hier, um zu verhindern, dass jemand versehentlich drankommt, Profil wird verändert. Hier reden wir über Lebensmittelsicherheit, aber auch Prozesssicherheit. Das bedeutet, ich muss jedes Mal sicher auch bestätigen, dass ich ein Profil abbrechen möchte. Und dann, wie gesagt, das Tolle eben im Press and Go ist, es ist definiert für Prozesssicherheit und damit auch das perfekte Tool für Kettengeschäft, aber auch für Ihr à la carte Restaurant oder in einem größeren Hotel an mehreren Stationen. Sie können nichts verändern, Sie müssen auch nichts verändern. Und um das Ganze noch sicherer zu machen, können Sie Press and Go auch mit einem Passwort versehen. Im Moment, wenn ich zurückgehe aufs Hauptmenü, komme ich automatisch wieder auf unseren Startbildschirm und kann im manuellen Kochen Profile erstellen, kann Profile verändern und bearbeiten. Es gibt Situationen, da möchten Sie das nicht. Das bedeutet also, Sie möchten nicht, dass der Anwender aus dem automatischen Kochen irgendeine Möglichkeit hat, etwas zu verändern.
dann können Sie in den Settings ein Passwort definieren und das bedeutet, der Anwender kann selbst, wenn das Gerät an- und ausgeschaltet wird, nicht mehr auf das manuelle Kochen zugreifen und da einfach die Gewährleistung, dass keine Veränderungen an den Profilen stattfinden. Wenn er das Passwort weiß, selbstverständlich steht Ihnen die volle Flexibilität wieder zur Verfügung. Das bedeutet, automatisches Kochen, Press and Go, prozesssicher und kinderleichte Bedienung.